Hallöchen, herzlich willkommen bei Journey to the Savage Planet. So, ja, da haben wir sicherlich den ersten kleinen Versprecher direkt weggeschnitten. Ja, mal gucken, ob ich später daran denke. Mal schauen. Ja, herzlich willkommen bei diesem neuen Spielchen. Das ist tatsächlich sehr neu, gerade erst rausgekommen. Schon sind wir am Start mit diesem Game. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Ja, yeah, ich habe es nur ganz, ganz kurz ausprobiert. Es soll eine ganz nette Alternative sein zu Spielen wie Outer Worlds und ähnliche. Es hat eigentlich ganz gute Rezensionen gekriegt. Von daher habe ich es mir einfach mal geschossen und wir werden gucken, was passiert, wenn wir einmal ein neues Spiel starten. Ich sage Einzelspieler. Wir haben hier 1,2% soll ich schon gespielt haben. Das waren wirklich 5 Minuten. Ich habe das ganz, ganz kurz ausprobiert. Kann ich das vielleicht löschen und neu machen? Ja, ich glaube schon. Bist du sicher hier? Leerer Platz. Ich starte einmal ein neues Spielchen. Ja, Kampagne 0%. Sehr gut. Wir sehen uns gleich im Spiel wieder. Bis gleich. Martin Tweed, President and CEO of Kindred Aerospace. Hallöchen. Thank you for joining the Pioneer Program. Ja, bitte. Sehr gern. Video anhalten. Nein, das machen wir mal nicht. Wir gucken uns das mal an, oder? For almost 30 years, Kindred has been striving to help humanity expand beyond the confines of Earth. And I am excited to announce that many industry observers now consider us the fourth best interstellar exploration company. From our humble beginnings, manufacturing batteries and solar arrays for use in extreme climates, to our line of athletic footwear and chic survival apparel, we have been continually striving to drive humanity further from the bottom of the oceans and now to the stars. Das gefällt mir schon mal sehr gut soweit. To move beyond pure exploration and into settlement, which is why you are here. Our scientists have identified several planets that may be fit for human habitation. Yours is ARY-26. Your job is to explore the planet's surface, catalog its creatures, threats, and opportunities, and send your data back to our crack team of scientists here at Kindred for analysis. The more you discover, the more we'll be able to guide your experience and highlight objectives for you and your partner, if you have one. Yay! I should also mention that while every effort has been made to ensure a comfortable and safe journey, recent budget challenges plus the unknown natures of the obstacles you will face mean that we were unable to send you anything in the way of equipment. But don't stress, however, as your habitat comes equipped with a 3D printer that is more than capable of turning any old space trash you discover into useful items. One minor note. Ein Ochi-Klon, sehr schön. Used in the journey from Earth and the landing on your planet, you will need to discover a local resource that you can refine into an appropriate fuel. Unless, of course, you decide to spend the rest of your life off Earth. But I don't want to take up too much of your time, and I'm sure you're very excited to explore. So I wish you good luck. We will send updates on your progress as you complete your scheduled surveys. Stay alive, and see you soon. Kindred Aerospace. Ja, schön. Vielen lieben Dank für... Was? Vomiting, sag ich doch. Hallöchen. Hallöchen, Neverdark. Oh. Please log into the computer and fill out a teeny-weeny questionnaire, if you don't mind, so we can make sure you're not crazy. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Lieber Tom, wenn ich das richtig gesehen habe? Genau. Ach, Neverdark. Vielen lieben Dank, Neverdark, für den Subgift.
Neverduck geht wieder ab. Es geht schon wieder los. Ja. Ja, wir gehen sofort an den Computer. Ich will mich ein kleines bisschen umgucken. Kleines bisschen umgucken erstmal. So, was haben wir denn hier? Grob, Metamorphological Food Paste. Aha, klingt sehr gut. Na gut, dass ich schon satt bin. Sukkulentenmahlzeit servieren. Sollen wir das testen? Rob, the only food in this universe that tastes exactly like it sounds. Okay. Okay. You do know what a computer looks like, right? Ja, Computer, ja, kenne ich. But look for the screen with the envelope icon on it. And log in so I can open the door. It'll be quick, I swear. Ich schwöre. Okay. Kindred Technologies, hier eine schöne Decke, sehr gemütlich. Javelin neu starten. Nee, das machen wir mal nicht. Keine Ahnung. Print hier. Ach so, das wird der 3D-Drucker sein. Dankeschön, Neverdark. Dankeschön. Frohes Schaffen noch, dankeschön. Für den Sub und für die Bits. Und bis demnächst. Schaff nicht zu viel. Ja, ein bisschen chillen muss auch sein. Komm, wir machen mal Computer benutzen. Schauen, was passiert. Ja. Gut. Soweit, so gut. Progressbar eskaliert. Naja, das kennt man ja. Das ist offenbar in der Zukunft auch nicht besser. Neuer Bericht, aha. Schöne Grüße. Es sieht so aus, als hättest du es geschafft. Gut gemacht. Gemäß dem Kindred-Mitarbeitererfahrungsprogramm Leistungsvertrag bist du vertraglich verpflichtet, in regelmäßigen Abständen Berichte zu schreiben. Fangen wir an. Start. One of my jobs is to continually assess your mental state and space sickness has been an issue for some other recent explorers. Could you please identify yourself in the gallery of faces? Sehr schön. Ja, Woof, oder? Woof ist eigentlich... Die sind alle gut. Die sind alle schön. Ich würde echt gern wissen, wo die teilweise herkommen. Ja. Ich nehme den Woof. Fabelhaft, ja. Das werden wir erst noch sehen. Bericht abgeschlossen. Was, das war's? Echt? Vielen Dank für die Mühe. Ja, kein Problem. Wir sind J75X321. Dies ist das Ende des Berichts. Bitte klicke auf Senden, um deine Antworten an das Rechenzentrum von Kindred zur Bearbeitung zu senden. Genieße dein Abenteuer und bleibe am Leben. Wir versuchen's. Gut, schön. Nachrichten. Herzlich willkommen. Ah ja, das kennen wir doch. Herzlich willkommen bei Kindred Aerospace. Hallo, Ochi. Dies ist der erste Tag Ihres großen Abenteuers. Wir könnten nicht begeisterter sein, Sie auf Planetenname hier begrüßen zu dürfen. Als wichtiger Teil von Kindreds Streben, die Sterne zu erforschen, ist es unerlässlich, dass tapfere Menschen wie Sie jeden Stein umdrehen, jeden Grashalm scannen und die wertvollen Baustoffe aus dem Inneren jeder Bestie holen, damit unsere Datenbank wachsen und sich die Menschheit weiterhin in den unendlichen Weiten des Universums ausbreiten kann. Die Menschheit war für ihre gesamte Existenz auf der Erde gefangen. Wir können größer sein, wir können mehr sein. Helfen Sie uns dabei mit freundlichen Grüßen. Martin Tweed, Gründer und CEO. Alles klar. Vielen Dank, sehr freundlich. Und Videos. Lass mich raten, das ist wahrscheinlich das, was wir schon gesehen haben. Hi, my name is Martin Tweed, President and CEO of Kindred Aerospace. Thank you for joining the Pioneer Program. Wäre eigentlich schön, sich das nochmal in groß anzugucken, aber das haben wir ja eben schon relativ ausführlich gemacht. Was haben wir sonst noch? Werte. Spielabschluss 0,9%. Gesamtspielzeit 7 Minuten, Tode 0. Das wird sich ändern wahrscheinlich. Alienforschung haben wir nichts. Sammelobjekte haben wir. Ja, nur Silhouetten bisher. Okay, cool. Unbekannt. Kann ich ja irgendwie draufklicken? Nee. Sammle das gesamte. Was? Das gesamte Cards. Das gesamte Cards. Sei ein Gewinner. Gut. Wir testen. Müll ist... ach ja, hier, guck mal. Wir haben was im Müll gefunden. Das fängt ja gut an. Hallo Mama von Mo Leska. Ich bin angekommen. Ich kann nicht sagen, ob die Reise lang oder schwierig war. Ich habe tief und fest geschlafen. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, die Augen auf der Erde zu schließen und in der nächsten Sekunde auf einer anderen Welt zu öffnen. Ich schaute gut 15 Minuten lang aus dem Fenster, bevor ich mich traute, nach draußen zu gehen. Ich erinnerte mich an deine Worte, dass ich als erster Leska Arlington und vor allem... Und vor allem?
weiß ich nicht, die Erde verließ. Und da stand einfach, und da stand einfach auf und tat es. Ich bin jetzt Forscher sowieso, offiziell auf einem anderen Planeten. Meine Mission ist es, zu forschen, aber ich muss auch überleben. Also habe ich gleich eine Waffe hergestellt. Es scheint hier einige räuberische Kreaturen zu geben. Morgen berichte ich dann mehr. Und vielen anderen. Ach so, erster Lesker Arlington und vielen anderen. Die Erde verließ. Ja, okay. Alles Liebe, Mo. Sind wir denn Mo? Ich weiß es nicht genau. Gut, dann Updates. Mittlerweile bin ich noch mehr der Meinung, dass eine Art Training angebracht gewesen wäre. Ich verstehe Kindreds Ziel, Normalsterbliche die Wunder der Raumfahrt erleben zu lassen. Aber ich habe mit meiner Ausrüstung und der Navigation auf diesem Planeten zu kämpfen. Die Schwerkraft ist viel stärker als auf der Erde. Sie schadet meinem Rücken. Ach, stärker als auf der Erde, okay. Außerdem schmeckt die Nahrung hier schrecklich. Ich hätte nicht gedacht, dass es schlechter schmecken könnte als auf der Erde, aber irgendwie haben sie es geschafft. Ich kann alles wählen, von Steak bis Meeresfrüchte, es schmeckt alles gleich. Es ist wahrscheinlich auch alles gleich. Hoffentlich entdecke ich bald eine lokale Köstlichkeit. Nach meiner Rückkehr können wir versuchen, Alien-Snacks zu vermarkten. Alles Liebe. Eine Wende zum Schlechten. Liebe Mama, ich habe etwas gegessen. Oh mein Gott. Ich weiß, das klingt harmlos, aber ich habe etwas getan, was ich nicht rückgängig machen kann. Ich habe jetzt einen seltsamen lila Klumpen an meinem Körper. Er ist groß und er wird jeden Tag größer. Er juckt schlimmer als damals, wo ich in den Gift-Efeu gefallen bin, nachdem Onkel Jet mich überredet hatte, nackt zu baden. Onkel Jet lachte nie über irgendwas, aber damals brüllte er vor Lachen, als ich nach Hause kam und wir zwei Flaschen Galmei-Lotion aufbrauchten, bevor ich schlafen konnte. Wie auch immer, ich wollte nur sagen, dass etwas passiert ist und dass ich mich nicht so gut fühle. Oh, oh. Entschuldigung für die langsame Antwort, liebe Mama. Ich bin erst seit ein paar Tagen hier, aber ich bin mir schon unsicher, ob ich überhaupt hätte herkommen sollen. Der Klumpen hat sich ausgebreitet und bedeckt nun die Hälfte meines Körpers. Nun fällt mir auf, dass ich das alles überhaupt nicht durchdacht habe. Ich dachte, es würde ein spannendes Abenteuer werden, aber mir war nicht klar, dass meine Entscheidungen auch Konsequenzen haben. Was sollte ich tun, wenn ich in Schwierigkeiten gerate? Wie löse ich eine gefährliche Situation? Ich habe in kurzer Zeit viel erfahren, worüber sich nachzudenken lohnt. Die Reise war es also in gewisser Weise doch wert. Aber ich fühle mich überhaupt nicht gut. Es fällt mir schwer, mich auf diese E-Mail zu konzentrieren. Ich sollte mich etwas mehr ausruhen. Hoffentlich geht es mir morgen besser. In ewiger Liebe. Kann ich scrollen? Okay. Bitte das Kinrod-Passwort dringend aktualisieren. Kein Phishing, was? Hallo Name. Mein Name ist Martin Twett von Kindred Arrow Headquarters, der Boss. Ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Kindred-Kontodaten bald ablaufen. Bitte senden Sie mir Ihre Kindred-Kontodaten mit Benutzername und Passwort, damit ich das Problem beheben kann. Natürlich, das machen wir sofort am besten. Direkt Game Over. Ansonsten könnten Sie gefeuert werden. Außerdem sollten Sie mir eine Geschenkkarte über $90 für den Kindred Music Store senden. Es handelt sich um eine Standardbearbeitungsgebühr. Alles klar, Ihr Job ist in Gefahr, vom Grund des Ozeans bis zu den höchsten Sternen. Martin Twett. Gut, haben wir das erstmal angeguckt, dann können wir mal verlassen sagen. Oh. And now you're ready to explore. Please walk downstairs and step into the teleporter, while I will discombobulate you and then recombine you outside on this glorious new planet. Gut, machen wir so. Looking for love. Was steht da? Was steht da? Hello, ladies. Ist das Comic Sans MS? MS, ja, ne? My name is Bill Chunk. Does your heart seek the champion? Was? Companionship of an intense, passionate man of action. Ah, schön. Ah, hier, 2034, siehst du? Haben wir direkt rausgefunden, in was für einer Zeit das hier spielt. Gar nicht so weit in der Zukunft, oder? Ah, gut, dann teleportieren wir mal. Ist das hier Unisex-Teleporter? Ich glaube, ja. Gut. Caution. Nicht auf Aliens ausrutschen, nicht essen. Ja, schon verkackt. Und nicht auf Aliens zeigen. Gut. Dann einmal hier. Ja, Teleporter nutzen. Ja. Ah ja. Wir haben ein bisschen grob dabei. Schön. Wir sind angekommen. Oh. Es qualmt. It doesn't seem to be, well, a planet at all, really. More detonation of rocks.
This mission just got 100% more interesting and about 50% more lethal. Ach, noch nicht. Noch sind wir nicht so weit zu sterben. Several small robotic drones that can perform basic scans of the world around you. Please launch them by opening the exterior hatch. Aha. Z, um das verfolgte Missionsziel zu zeigen. Ja, können wir mal gucken. Aha, also wenn ich jetzt hier irgendwo wäre und Z sagen würde. Oh, okay. Vielleicht würde das dann irgendwie angezeigt werden. Es wird allerdings schon angezeigt. Sollen wir einfach mal interagieren? Komm, wir probieren es mal. Jokerman. Jokerman, okay. Ah, funktioniert super. Okay. Was? Nicht alle auf einmal. Okay, machen wir sofort. Ja. Wenn der Ochi hier umgehauen wird, dann gefällt euch das direkt, ne? Then you can collect stuff to make the stuff in the blueprints, and that stuff will help you survive against the stuff you took pictures of. Okay, komm, Scan-Modus. Oh, sexy. Viel gespeichert, Kampagne wird gespeichert, gut. Ja, wir können zoomen. Das sieht cool aus. Gut. Ah ja, hier, Scan. Dann das Touren. Halten, dann halten wir mal. That's not supposed to look like that. Ah. Habe ich mir fast gedacht. Okay, kaputtes Fahrwerk. Und noch irgendwas scannen hier. Wir scannen den Teleporter. This machine will copy you into its memory. Delete your body and then print a copy of it 5 feet away. Na ja, cool. Ist jetzt kein weiter Teleport, aber hey, kann ja noch werden. This exterior panel must have been knocked loose on landing. I am adding a location marker to your compass. Please find it and scan it. If you lose your way, you can always hit the survey button to highlight its location again. Okay, ich bin gespannt. Wer es irgendwie schaffen, durchbohrter Rumpf. Da hängt noch irgendwas rum. Hier, schau mal. Fuel tanks are intact, aha, but empty. If you can find a local fuel source, you'll be able to get back home. If you can't, congratulations, you're home already. Ja, danke schön. Neue Mission Hin- und Rückfahrt. Zerrissene Treibstoffleitung, genau. Suche nach einer Kraftstoffquelle. Ansicht im Journal. Natürlich jetzt am Anfang erstmal komplett Überforderung. Ah ja, da links unten haben wir auch die Buttons. Hier Tab, ne? Genau, Scan-Modus. Und Dis da. Bin ich auch gespannt, wie das so funktionieren wird. Können wir noch was scannen? Ist die Frage. Weiß ich nicht. Was ist das da eigentlich für ein Symbol? Was ist das da für ein orangenes Symbol eigentlich? Wo ist es? So brauche ich gar nicht das hier machen. Ne? Moment. Ich will mal eben gucken. Oder ist das... Ach so, ist das drinnen? Kann das sein? Das kann sein. Oh, sagen wir einfach mal, es ist drin. darüber sollte man nicht zu genau nachdenken. Oh, dazu kann ich auch Soma empfehlen. In dem Kontext. Das haben wir vor einiger Zeit schon mal gespielt. Es passt eigentlich wie die Faust aufs Auge. So, kann ich hier eigentlich irgendwas machen mit den Gegenständen, die ich so habe? Köder. Okay, ich drücke 1, es macht das. Ich drücke 2, es macht auch das. Ach so, ich glaube, das wäre vor- und zurückschalten oder so. Kann das sein? Na gut, wir drücken einmal Z. Verfolgte Mission, Landeprotokoll. Scanne auf Javelin. Nee, scanne die Javelin auf Beschädigung. Gescannte Probleme 3 von 3. Fehlendes Panel gescannt. Achso, fehlendes Panel gescannt. Haben wir noch nicht. Liegt das hier irgendwo? Also, das war ja das Problem, ne? Und wo ist die Lösung? Die. Kann ich eigentlich auch jetzt Z sagen? Ja, kann ich. Okay. Hier. Na, nix. Nix. Okay. Nix dazu zu sagen. Schön. War es denn das jetzt? Nee, war es nicht. Wo ist denn das fehlende Panel? Oder müssen wir erstmal weitergehen?
müssen wir eventuell erstmal weitergehen. Naja gut, wir können ja mal dahin. Hier. Genau. In diese vertrauenserweckende Höhle. Wie kann ich ihn crouchen? C, alles klar. Ach, da steht's ja. Ah, wahrscheinlich hier. Hm. So, einmal scannen. Ja. There is our missing panel. Sehr gut. Well done. In the future, whenever you need help finding your currently selected objective, you can use survey to orient yourself. The javelin is basically intact, but in need of minor repairs. If we ever want to relaunch. Oh, the cartographers found an alien alloy we could maybe use to repair the ship. Let me mark it. Ja. Fixer. Gut, klingt gut. Wie sieht das Journal eigentlich aus? Ah ja, hier, Primärmission. Fixer, finde einen Ausweg aus den Eishöhlen. Okay. Die Kartografen haben eine Legierung gefunden, die ich nun brauche, um die automatisierten Reparaturen der Javelin einzuleiten. Mhm. Aber zuerst muss ich einen Weg aus diesen Eishöhlen finden. Gut. Könnte ich auch deaktivieren, ja. Was passiert dann? Also, dann verschwindet das Symbol, okay. Keine sekundäre Mission, wissenschaftliche Experimente im Moment, nö. Und global, Planeten untersuchen, das ist sehr, sehr global. Dokumentiere das Ökosystem, gut, 5%. Und Hin- und Rückfahrt, suche nach einer Kraftstoffquelle, gut. Gut, gut, gut. Ah ja, das sind also wir, mhm. Verstehe, 30 Gesundheit, 5 Sekunden Ausdauer, Orangen, was? Oranger Schleim. Mhm. Immer gut zu haben. Waffe 0, Gegenstände 1. Das ist hier genau, das ist das grob. Ausrüstung. Kann ich da auch drauf gehen? Ah ja, kann ich. Was? Standardraumanzug. Aha. Und hier kann man das sicherlich dann entsprechend erweitern, oder? Protonenseil. Lebendprobenehmer. Unbekannt. Also, das sind hier noch ganz unbekannte Dinger. Und die können wir dann irgendwie mal freischalten, schätze ich mal. Gut. Bis jetzt geht es eigentlich ganz okay. Ich meine, das ist halt immer wie in einem neuen, wie das in so einem neuen Spiel halt ist, dass erstmal alles ein bisschen überwältigend ist, dass man nicht genau weiß, wo man zuerst hingucken soll. Aber an sich funktioniert soweit ganz gut, glaube ich. Mal gucken, mal gucken. Man darf gespannt sein. Rucksack, haben wir Startbooster? Halte Alt gedrückt, um aufzuladen. Ja gut, das, ja. Forderliches Element unentdeckt. Das müssen wir halt alles noch entdecken erstmal, ne? Smartvisor Kindex. Was ist dieser Kindex? Das habe ich doch hier schon irgendwo gesehen. Wo habe ich das denn vorhin gesehen? Hier, Kindex-Fortschritt, genau. Gut. Kintech, 11 von 21. Enthält Informationen zu Kindred-Geräten und Technologien. Aha. Kann ich da drauf? Ah ja, kann ich. Okay. Sind das Sachen, die wir jetzt schon kennen, oder wie? Scheinbar. Scheinbar ja. Da könnten wir mehr Informationen kriegen. Na gut, und was ist das hier? Achso, Q und E, das ist zum Vor- und Zurückgehen, alles klar. Gut. Ja, klar, kein Problem. Ihr dürft euch ruhig ab und zu nach meinem Wohlbefinden erkundigen, kein Problem. Wie benutze ich eigentlich das, was... Ach, hier kann ich ein bisschen zoomen. Wie benutze ich eigentlich das, was ich in der Hand habe? Ich habe keine Ahnung. Wird bestimmt früher oder später kommen. Ich will mal ganz kurz was gucken. Hm. Huch. Okay. Scheinbar kann ich sliden. Wenn ich laufe... Ah, und dabei crouch. Ich muss nicht mal laufen. Oder? Oder muss ich laufen? Doch, ich muss laufen. Das ist allerdings ein Toggle standardmäßig. Und dann kann ich so durchsliden. Aha. Hier wollte ich nämlich mal gucken... Was mich eigentlich daran hindert, hier durchzugehen? Naja, das hat sich gerade erledigt. Was stand da? Drücke zum Schlagen auf E. Aha. Aha. Mit E, okay. Da sind Tierchen. Ja, so weit ganz gut. Mal gucken, ob sich das ändert. Mhm. Mal gucken, ob sich das noch ändern wird. So weit, so gut. Ich hätte jetzt, da fängt schon an, ich hätte jetzt eher erwartet, dass ich irgendwie mit den Maustasten schlagen könnte, aber offenbar ist es eh gut. Von mir aus. Ach so, das ist hier noch eine andere Höhle, ne? Sehe ich das, sehe ich das richtig? Das ist die andere Seite der Höhle, aha, die andere Seite der Medaille. Ah, yeah. Was war das für ein Geräusch?
Haben wir irgendwie Blähung oder ich weiß nicht genau. Ja. Ja, ja, machen wir. Hier, scan. These crystals look extremely breakable. You could take out some unexamined aggression on them. Ja, das können wir probieren. Looks like you will need a new tool in order to venture further. I have added a new blueprint to the Javelin's 3D printer that should do the trick. But in order to print it, you'll need to gather some basic resources from the local fauna. Gut. Prinzipiell ja, aber also sollen wir da mal hin? Hallo, ja, ist ja irgendwie süß. Klopschi-Monster. Hallo, ich will dir eigentlich nicht wehtun. Die Frage ist, müssen wir es trotzdem tun? Ah, wie wär's denn damit? Kann ich das irgendwie einsammeln oder so? Hier, wir scannen mal, oder? Salzkristall. Mopsvögel. Okay, Mopsvögel. Kann ich das jetzt irgendwie mitnehmen? Kann ich dagegen hauen? Nee. Sieht nicht so aus. Ah ja, hier. Huch. Ihr seid aber lieb, oder? Ihr seid aber lieb. Aha. Kann ich das hier irgendwie mitnehmen? Falls ich irgendwas übersehe, dann sagt Bescheid. Was passiert, wenn ich Z sage? Ach so, dann müssen wir da hin. Aha, ich sollte mich eher daran orientieren hier, wa? Ach so, das ist aber das Ziel. Das ist quasi hier. In Ordnung. Na gut, ich meine, wir können mal... Hinweis, grob ist köstlich. Kann auch als Köder für Kreaturen verwendet werden. Ja. Yeah. Aha, Q zum Zielen. Lass los, um zu werfen. Aha. Gut, also da würde ich jetzt zum Beispiel eher die Maustaste wiederum erwarten. Ah ja. Gut, das ist wirklich ein bisschen komisch mit Q zu schmeißen. Ich könnte... Was passiert da? So viel dazu. Kohlenstoff, aha. Gut. You have collected enough carbon to craft a basic nomad plasma pistol. The 3D printer inside the Javelin is ready for your input. Ja, wir haben Input gefunden. Also Output, also ihr wisst schon. Sollen wir das verarbeiten? Testen wir es mal. Teleporter nutzen. Mach das so. Machen Sie es so. Every time you return to the Javelin, you automatically deposit any resources you were carrying. Anything you drop outside the Javelin, however, will stay there until you go and grab it with your meat hands. Boah, ich find die okay, also soweit. Nervt sie mich noch nicht zu hart. Oh, Werbung, schön. Ja, haben will. For maximum satisfaction with exemplary convenience. With tastes, flavors, and textures like chicken, pork, chocolate mousse, hard candy, chili bacon burger, sunny manish, chai, baked meat, parmesan cheese, vanilla swirl, Long John donut, Salisbury steak, pasta paisana, buffalo banana wings, horse biscuits, pineapple pizza poppers, lamb flea poutine, wonton bagel surprise, cucumber shitwater, nose broth, and literally trillions more. Now that's good flavor. The 100% artificial food replacement shell taking Earth by storm. Don't be a snob. Eat with the mob. Replace your food with Gra. Sehr schön. Ich finde das auch ganz nett gemacht. Finde ich auch ganz nett gemacht. Mal gucken, wann uns die Werbung auf den Sack geht. Köder. Kann ich noch was mitnehmen? Köder 3. Okay, Inventar voll. Sehr gut. Wir haben Nachrichten. Sollen wir mal kurz gucken? Hier, ach so, Videos. Ja gut, das kennen wir jetzt schon. Eigentlich sollte ich das direkt so gucken, ne? Für die Kino-Experience einfach. So, und wie ist es jetzt mit dem Drucker? Ah ja, hier immer ein bisschen Psychic Power benutzen. Waffe, bereit zum Herstellen? Nomadenpistole, ja. Ja, Nomadenpistole. Einfache Plasmapistole. Schießen und überleben. Halte rechts zum Zielen, links zum Schießen. Mhm. Und R, um nachzuladen. Gut.
Das sieht ja relativ regulär aus, generisch aus. Dann machen wir mal drucken. Yay! Now you've got a weapon. The single most important tool for any colonizer. So kann man es auch nennen. Gut, Eindringling könnte man es auch nennen. Wählen, soll ich das wählen? Kann ich es wählen? Weiß ich nicht, habe ich schon getan. So, und? Habe ich die jetzt? Weiß ich nicht, wahrscheinlich muss ich rausgehen, um sie zu verwenden, nehme ich mal an. Ich gehe mal raus und guck mal. Zack. So. Ja, offenbar haben wir sie. Gut. Da links unten mit 1 und 2 kann ich immer noch nichts anderes auswählen. Das sind irgendwie nur die, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Gegenstände für die linke Hand. Und, ach so, es geht auch mit dem Mausrad, wie es aussieht. Okay. So, und wie ist es jetzt mit dem Schießen? Ah ja, zielen. Soll ich das testen oder warten wir ab, bis wir es wirklich, wirklich brauchen? Ich weiß halt nicht, was nötig ist, um sich neue Moon zu basteln. Ich teste sie mal aus. Oh, das funktioniert. Und nachladen. Oh, achso, vielleicht brauchen wir auch gar nicht irgendwie extra Moon. Naja, auf jeden Fall können wir jetzt das hier mal testen, Mom. Oh ja, unsere Ausdauer da links oben, seht ihr das? Ist nicht sehr lang, der Balken. Und Gesundheit ist 3, offenbar. Ah, sehr schön. Sehr, sehr gut. Wahrscheinlich. Na gut, es hat sich ja schon erledigt. Wir brauchen sie ja schon, offenbar. Können wir denn hier irgendwie... Kriegen wir jetzt irgendwas davon? Weiß ich gar nicht. Ob wir irgendwie hier was einsammeln können jetzt? Ups, daneben. Oh. Auf jeden Fall haben wir gut aufgeräumt. Ich lade direkt mal nach. Und gehe weiter. Aha. Noch mehr von dem Kram. Oh, die Wolken sehen schön aus. Ja, ja. Was verbirgt sich denn da? Was stand da? Ich habe es jetzt gerade nicht gelesen. Irgendwas stand da. Naja, auf jeden Fall haben wir das nächste Ziel hier, ne? Wie es aussieht, ist ja was, ne? Wahrscheinlich da irgendwie entlang. Mhm. Drücke Space, während du dich bewegst, um nach oben zu klettern. Aha. Ja, das funktioniert. Geht das auch hier? Nee, nicht so. Vorwärts laufen auf Shift, um zu sprinten. Drücke zum Springen auf Space. Okay. Hui. Ich weiß nicht, ob ich das umstellen soll, dass ich zum Beispiel Shift gedrückt halten muss, um zu rennen, weil im Moment ist es ein Toggle. Also ich drücke einmal, dann renne ich. Ja, genau, und dann bleibt das so, bis ich wieder aufhöre zu rennen. Naja, das ist Gewöhnungssache, denke ich mal. So. Kann ich denn hier hoch? Kann ich hier hoch, wenn ich so mache? Ja. Bahnen wir uns hier einmal einen Weg? Ah, ja. Journey to the Savage Planet. Gut, finde die Alien-Legierung. Do you see a large tower looming above you? Oh. I only asked because my system appears to be functioning correctly, but our initial scan said there should be no sign of intelligent life here. Ach so. And that appears to directly contradict this idea. I will contact your superiors immediately. One moment, please. Ja, das sieht durchaus beeindruckend aus. Schön, schön. Kann ich hier hauen? Ja, kann ich. Das macht aber genau gar nichts. Kann ich irgendwie anderweitig sammeln? Ich brauche mir dafür auch erstmal ein entsprechendes Gerät oder so. Okay, und ich glaube, das Field of View ist mir echt zu klein. Das, kann ich vielleicht gleich mal in der Aufnahmepause ändern. Es ist, als ob ich durch so einen Tunnel gucke, finde ich. Machen wir natürlich irgendwann vielleicht. Mal schauen. Das hier ist auch interessant, oder? Das war auf jeden Fall ein großes Tier, wie es aussieht. Komme ich denn da irgendwie rum? Oder muss ich da hochklettern? Ich komme hier eher runter, aha. Und ja, da waren irgendwelche Geräusche. Ist aber lieb, oder?
Bestimmt. No. Irgendwie süß. Soll ich eigentlich noch weiter füttern? Bitte scannen, ja. Da vorne. In deinem Journal kannst du deine aktive Mission anzeigen und ändern, welche du verfolgen möchtest. Mhm. Haben wir schon gesehen. Sag mal, das hier, das kennen wir doch aus The Long Dark, oder? Ich glaube, das ist nicht sicher. Wir müssen es trotzdem probieren. Na, so viel dazu. Ja, Moment. Wir schießen jetzt aber. Aha. Die sind nicht so lieb wie die anderen, glaube ich. Ja, mit dem Zielen, das müssen wir nochmal üben. Apropos, könnte ich vielleicht zielen? Ah. Gut. Was kriegen wir denn da? Silizium, aha. Silizium-basierte Lebensformen, da vorne auch. Gut. Dieser komische Spam, na, der kommt auch immer wieder, ne? Immer von jemand anders. Aha, da geht's irgendwie durch. Kann ich denn... Ah ja, kann ich. Kann ich an sich schon? Aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Okay. Na gut, dann bahnen wir uns hier mal unseren Weg. Moment. Erstmal aufladen. Und go. Oh, ja, schön aussehen tut's schon, ne? Schön aussehen kann es schon, muss man schon sagen. Nett. Wo sind denn unsere Missionen? Kann ich hier? Nee, so nicht. Ah, ist auch interessant. Mit M komme ich hier auf den Charakter. Aha. Z wollte ich eigentlich. Da. Also, waren wir da nicht eben schon ganz richtig? Oder müssen wir wieder nach oben? Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, das ist da irgendwo. Ich kann auch versuchen, hier hoch zu klettern erstmal. Weißt du was? Das mache ich mal. Ja, hüpsi. Hier oder da? Hier oder da? Probieren wir mal, ob wir da hochkommen. Na, was bist du denn? Was bist du denn? Kann ich da... essen? Ah ja. Es widerspricht ein bisschen dem, was wir da gesehen haben, ne? So als Regelwerk. Mach's mal. You just ate a thing without even scanning it? That's one way to attempt to survive on a hostile planet. Though I guess whatever you ate did improve your immune system, so you do you, I guess. Ach ja, schön. Also das war wohl ein subtiler Hinweis darauf, dass wir erstmal scannen sollten. Wie ist das denn so mit Fallschaden? Es klang ja so danach, als ob hier alles schwerer sei als auf der Erde. Und ich will irgendwie dahin. Wir müssen es halt mal probieren. So. Wir haben bestimmt ganz fortschrittliche Kleidung und Stiefel und so. Die hält uns da schon fit. Ja. Das ist irgendwie schön. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Wir werden es wohl auf die harte Tour lernen. Aber die sind ja süß. Die sind bestimmt lieb. Bis sie es auf einmal nicht mehr sind, um es mal so zu sagen. Ja, ah ja, da glitzert was. Wahrscheinlich sind das Dinge, die man scannen kann oder so, oder? Nehme ich mal an. Mal gucken. Ja. They're drugs, but good drugs for healing. Ah ja. Gut. Also verstehe ich das richtig? Das hier, das könnte ich dann aufnehmen, wenn ich es nötig hätte oder so. Und im Übrigen unsere Gesundheit, unsere Gesamtgesundheit ist gestiegen, oder? Glaube ich. Vorhin waren es doch noch drei Dingsels. Was? Nahes Geheimnis? Nahes Geheimnis, aha. Ich muss ja auch noch scannen. Nee, das kennen wir schon. Nahes Geheimnis. Mhm.
Ist unser Ziel da oben? Ist ein bisschen ungünstig. Der ist jetzt ein bisschen doof. Hier können wir zwar schön duschen, aber das habe ich mir anders vorgestellt. Shit. Hi. Irgendwie sehen die stachlig aus. Können wir uns denn da irgendwie... wie soll ich denn da hin? Ist total hoch. Was aufheben? Huch. Achso, Kohlenstoff. Okay. Das können wir auch noch scannen, nehme ich an. Looks to be a plant that's anchored itself to the environment. If you have a grapple, this is where you'd fire it. I'm working on a blueprint for you now. Ein Grapple-Hook. Okay. In deinem Journal kannst du deine aktiven Missionen anzeigen und ändern, welche du verfolgen möchtest. Sollen wir da mal was anderes aussuchen vielleicht? Weil es kann sein, dass wir hier den Grapple-Hook brauchen, oder? Eine höhere Berufung. Such und extrahiere die erforderliche Probe, genau. Wir haben allerdings nichts anderes, wenn ich das richtig sehe. Das ist ja die aktuelle, genau. Und was ist damit hier? Suche und extrahiere die erforderliche Probe. Belohnung Protonenseil. Die Kartografen haben eine geeignete Probe auf dem Planeten gefunden. Ich muss sie nur finden und dann zu Javelin bringen. Okay. Können wir ja mal gucken. Puh. Das stimmt. Mit dem Immunsystem, da hat sie was gesagt. Könnte natürlich damit zusammenhängen. Das ist richtig. Mir... die großen Sachen ausscannen. Ja, nein, ja, doch. Vordachblatt. So blättrig, so klar, so üppig. Was? Wir können uns ja häuslich einrichten darunter. So, und wo ist das Ziel? Da irgendwo. Auch da irgendwo, ach so. Nee, ist ein bisschen doof. Kann es sein, dass wir erstmal einen Grapple-Hook brauchen? Wir könnten halt mal zum Schiff zurück und gucken, ob da irgendwas Neues ist. Oder würden wir benachrichtigt werden, wenn wir was Neues kriegen könnten? Ist hier vielleicht ein Weg nach da oben? Hier geht's irgendwie hoch. Ja. Vielleicht. Ich wähle nochmal das andere aus. Moment. Fixer. Also. Das ist da, ne? Nein, nicht M. Ne, nicht J. Z. Ich glaube, das ist da. Upsi. Versuchen wir es doch mal so. Oh. Na toll. But fear not. The cartographers have found a deposit of a rare fluid which could be used to synthesize the fuel for some basic jump thrusters. Aha. Please redirect your exploration efforts towards it. Okay. Jetzt haben wir da ein Ziel, sehe ich das richtig? Dann machen wir das doch mal. Also ein bisschen Kraftstoff für... diese Geräusche. Bisschen Kraftstoff für Sprungdüsen. Okay. Das klingt plausibel. Ja. Ich kenne ich schon. Die mich auch. Offenbar. Sie hauen schon ab. Wenn sie uns nur sehen. Oh, ist runtergefallen. Schade. Die ist ein bisschen schade. Das hier noch neue Sachen? Nö. Überhaupt nicht. Es glänzt uns zwar an. Aber ich soll uns das auch nur sagen, dass wir... Oh. Da ist eine Anzeige für einen Gegner. Ja. Vielleicht zeigt uns das nur an, dass das irgendwelche Gegenstände sind, mit denen wir was machen können oder so. Ja, das kann natürlich auch sein. So. Silizium. Sehr gut. Oh, was ist das denn? Eine Hodenpflanze. Aha. Oranger Schleim. Ah ja. Alien Supernahrung. Schiebe sie dir in den... Schiebe sie dir in den Mund. Gut. Okay. Können wir es probieren. Echt? Hat er so daneben geschossen? Hä? Prallt das davon ab? Ach so. Ich glaube, das prallt davon ab. Ach so. Ja, dann weiß ich nicht, wie ich da dran komme. Ich brauche mir einen Grapple-Hook. Boah, so. Gut. Ach ja. Schön. Schleimig und nahrhaft. Wo? Da.
Das war so halb gut. Mist. Ich glaube, ich habe gegen das Gras geschossen. Moment. Lass mal nachladen. Okay. So wird's. Können wir gleich mal testen, wie das ist mit dem... Hier, Health regenerieren. Genau. Funktioniert. Ja. Yeah, Loot. Das gefällt dem Ochi sehr gut. Tatsächlich, da ist beides rausge... Nee, das war gar kein Kohlenstoff. Das war sogar Aluminium. Ich würde sagen, da ist beides rausgekommen, was wir bisher so kennen. Aber nee, sogar noch neue Sachen. Cool. Hier, die Höhle. Gefährliche Höhle. Was ist das hier? These are like glow shrubs, but lazier. Sie leuchten, okay. Gut. Nützlich genug für meinen Geschmack. Cool. Was sagt eigentlich die Folgenzeit? Ja, können wir gleich mal eine kleine Pause machen. Aber noch nicht. Noch nicht. Ja. Mit Leuchte. Mit eingebauter Leuchte. Sehr praktisch. Ihr seid süß. Euch mag ich. Wir können die wahrscheinlich irgendwo hinlocken, wenn wir irgendwo Licht brauchen, oder? Könnte ich mir vorstellen. Ich will es mal eben ausprobieren, ja. Ob die das wirklich sehen, wenn wir hier was hinwerfen? Nee, scheinbar nicht so. Ganz so weit können sie wohl doch nicht glubschen. Na gut. Kauern stehen hier. So, was? Greifen. Sollen wir greifen oder erstmal scannen? Glowy. But maybe useful too. Das klingt gut. Das ist nett. Ist nett. Eine kleine Taschenlampe. Wie lange hält das wohl an? Keine Ahnung. Kann ich das wechseln? Ja, nicht so. Dann ist es verworfen. Schade. Schade. Ist wohl nur so ein temporäres Ding. Aber nun gut. Hier einmal ankrabbeln. Ja, genau. Hier so. Einmal rum. Ja. Und kann man das hier scannen? Scheinbar nicht. Außerdem hat er das Licht verworfen. Ich darf nichts machen, wenn ich so eine Taschenlampe dabei habe, offenbar. Da links unten ist ja auch eine Zeit angezeigt. Okay. Gut. Was haben wir hier? Müssen wir erstmal da runter oder kamen wir daher? Ich bin mir nicht so sicher. Probieren wir es. Einfach mal machen. Auf jeden Fall so einige Sorten von den Glubschis hier. Ja, ich glaube, wir müssen da hoch. Dann klettern wir ein bisschen. Upsi, hört mal eben weg. Ups. Ah, sehr gut. Das ist das ganze Grob. Das in uns schlummert. Yeah. Andere failen lassen, das habe ich natürlich am liebsten. Vorwärts laufen, um zu sprinten, springen. Ja. Hey, funktioniert. Ja, hier von wegen failen, ne? Kann ich das eigentlich kaputt machen? Nee. Aha, ich kann dagegen hauen, aber nee. Ui, was ist das denn? Hier. Intelligente Zivilisation und so. Extrahieren und analysieren. Ja, mach mal. Aber nicht trinken. Aha, ja. Gut. Resources required to craft the boost pack, you'll be capable of limited flight. A bit like a chicken, but with more pollution. Sehr gut. Umweltverschmutzung. Ich meine, diese Welt hier, die hat bestimmt noch nicht genug Umweltverschmutzung. Eieiei. Von daher, da geht noch was. Da geht noch was. Wir brauchen noch ein kleines bisschen Kohlenstoff, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber das lässt sich ja einrichten.
Dann würde ich sagen, für diese Folge stecken wir uns mal das Ziel, vielleicht ein bisschen Licht zu machen erstmal. Und dann noch ein bisschen Kohlenstoff aufzutreiben und uns diese Düsen zu machen, oder? Und dann machen wir einen kleinen Folgencut. Und dann nehme ich einen großen Schluck Kaffee. Das ist der Plan. Hier, so. Genau. Hier, wir können die ja noch ein bisschen füttern vielleicht. So. Und einmal, ich. Gebt mir euren Stoff. Na, mal gucken, ob es funktioniert. Mal gucken. Ja. Die sind süß und ein bisschen ekelhaft. Ja. Ja, ja, amüsant. Das, ja. Wird man sehen. Waren wir das? Der so Geräusche gemacht hat? Ah, ich glaube, wenn wir außer Puste sind, dann machen wir komische Geräusche. Warum auch immer. Gut. Nee. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Wir müssen irgendwie da lang. Vielleicht kommen wir da irgendwie hoch. Vielleicht, eventuell. Wie ist das überhaupt mit Speichern? Wahrscheinlich muss ich nicht Hände speichern. Das glaube ich mal nicht. Ich habe jetzt nicht so drauf geachtet, ob da rechts unten manchmal steht, dass er speichert, aber vielleicht. Vielleicht ist das auch weiterhin so wie vorhin. So, Silizium, Aluminium, alles klar. Bestimmt habe ich was, ja, habe ich was verpasst. Jede Menge, ehrlich gesagt. Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Zack. Zack, fertig. Gut, komme ich da hoch? Na, das glaube ich nicht. Probieren wir mal. Ja, so die grobe Richtung stimmt, glaube ich. Hier irgendwie, genau. Ah, da müssen wir noch durchkommen. Wer bist du denn? Ach so, das sind wieder die Schreihälse, oder? Hallo? Hallo? Es kommt gleich die Mama. Das ist lustig. Die sind lustig. Die mag ich. Die nicht so. Die gehen mir auf den Senkel. Können wir uns nicht einen Anfreundungsskill aneignen? Er zielt eigentlich schon akkurat. Was vorhin, dass da, ich glaube, da wurde wirklich unser Projektil abgelenkt oder so. Dass es so komisch aussah, aber eigentlich zielt er schon sehr ordentlich. Gut, einmal Upsi. So. Gut. Unser Ziel ist jetzt auch identisch mit unserem Schiff, kann das sein? Das kann halt sehr gut sein, dass wir uns so... dass wir uns jetzt erstmal was basteln müssen und so dann da oben hinkommen für die nächste Mission. Gut. Sind ja auch so unterschiedliche Biome irgendwie, ne? Unterschiedliche Wetterzonen auch. Genau. Hier sieht sehr gut aus. Hauptsache, wir kommen da jetzt irgendwie durch die Höhlen zurück oder so. Ach, schön. Schaffe ich diesen Sprung? Ich kann es ja mal versuchen. Ah ja. So viel zu Fallschaden. Refreshen wollte ich schon sagen. Reloaden. Oh, komm. Gehen wir einmal hinein in die gute Stube. You can craft an upgrade, if you wanna. Ja klar, I wanna. Das stimmt, man muss es positiv sehen. Oh, was gibt's denn hier für einen Film? Moment, halt. Ich will mir das hier angucken. Videos, Nachricht haben wir auch noch. Zwei direkt, ach du Heilige. Tweet personal. Mhm. Hello. Ja, was?
Das. Hey. Hey. Yeah, you. Ja, was? Hi, I apologize for the one-sided nature of this message, but, you know, communication across vast distances makes it impossible to do anything else. So, I hear you've arrived on ARY-26. Yeah. And I've seen some of the preliminary data. And I have to tell you, we have a few questions. Well, as you know, every planet we initially surveyed showed no sign of intelligent life. The only thing is, your planet is, wrong. Was? Strange. Unusual. We need to know what's inside that structure. Okay? How did our scanners miss it? Who built it? I need you to dig up everything you can. We are searching for a new home for humanity, after all. I need you to transmit this data directly to me, okay? I've already updated your transfer protocols. This needs to be our little secret for now. Mysteriös, interessant, interessant. Ja, hier, willkommen bei Taylor's Principle, ne? Der Turm erwartet uns, yeah. Und eine Werbung, die gucken wir uns auch noch an. Fat and gristle finding its way to your trash? What a waste! Or even worse, the toilet? Disgusting! Put a smile on your face using your meat waste with Meat Buddy, the reconstituted cuddly companion from Slimo. Just take your animal-based waste products, rotten flesh, and laboratory-thrown proteins and simply toss in the hopper. Choose the number and type of appendages, and in just four short clutches, your new best friend will emerge, ready to cuddle. Oh, God. The Snuggly Playmate from Slimo. Wie wär's mit Nein? Aber gut. Schön. Verlassen. Ganz, ganz schnell und die Nachricht. Denke an das Kindred-Wertesystem. Ach du Heilige. Ganz kurz gucken. Hallo nochmal. Lieber Ochi, Glückwunsch zu den enormen Fortschritten, die du auf Planetenname gemacht hast. Sicherlich spürst du bereits die isolierende Einsamkeit der Weltraumforschung. Geht so. Aber du kannst sicher sein, dass dein persönliches Opfer nicht unbemerkt geblieben ist. Martin Tweet, Kindreds furchtloser und unerschrockener CEO, hat deutlich gesagt, dass er an der Zusammenfassung eines Absatzes über die harte Arbeit unserer 74 aktiven Pioniere interessiert war. Gut gemacht. Wenn du das Ziel weiterverfolgst, deinen spannenden neuen Planeten zu erforschen und zu dokumentieren, solltest du das Kindred-Wertesystem stets im Auge behalten. Erstens, drehe jeden Stein um. Wenn sich ein Stein nicht umdrehen lässt, zerschmettere ihn. Zweitens, erkunde jeden Winkel und jede Ecke. Sollte ein Winkel oder eine Ecke zu gefährlich erscheinen, schau trotzdem nach. Wir bezahlen dich dafür. Na, hoffentlich ein bisschen mehr als regulär, oder? 3. Sei stolz auf deine Arbeit und verteidige das Eigentum von Kindred um jeden Preis. Fortschrittliche Weltraumtechnologie ist teuer und schwer herzustellen. Das Drucken neuer Gliedmaßen und Extremitäten kostet lediglich einen Bruchteil davon. Und 4. Viel Spaß. Dankeschön. Sehr nett. Gut. Ja, hier, Springdingsi würde ich gerne haben. Print hier. Ja, mach mal. Gegenstände. Ah ja, einfacher Gebrauchsgürtel. Ach so. Kann 3 Gegenstände aller Art tragen. Drücke 1 oder 2, um die Gegenstände zu wechseln. Haben wir den schon? Ich glaube, den haben wir schon, ne? Ich vermute ja. Ausrüstung. Standardraumanzug. Ja, ja, das müssen wir haben. Visier haben wir auch, ne? Genau. Genau. Und hier, bereit zum Herstellen, erhöhter Schaden, fortgeschrittener Akku und geladene Waffe. Was ist denn geladene Waffe? Erhöhter Schaden, lokale Fauna zu widerspenstig, verleihe deinen Schüssen mit diesem Upgrade mehr Durchschlagskraft. Yeah. Geladene Waffe, lade deine Pistole für einen einzigen extra starken Schuss auf. Ach so, so aufladen, okay, verstehe. Drücke bei vollgeladener Waffe auf R, um sie abzufeuern. Aha. Fortgeschrittener Akku erhöht die Akkukapazität deiner Pistole. Mehr Schießen, weniger Nachladen. Klingt eigentlich ganz gut. Aber ich hätte gern das Dingsi. Eine höhere Berufung. Ah, hier ist... Ach, das ist hier markiert. Ah, okay. Protonenseil. Greift aus der Ferne auf kompatible Objekte zu. Drücke auf F, wenn du dich in der Reichweite eines Greifpunkts befindest. Ja, 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 das klingt gut. Und das hier ist Springen, bereit zum Herstellen. Ah, das ist ready, okay. Sprungdüsen, erlange einen zusätzlichen Schub, während du in der Luft bist. Drücke in der Luft erneut auf Space, um zu springen, okay.
Drücke bei Zurück- oder Seitwärtsbewegung auf mittlere Maustaste, um auszuweichen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Mhm. Naja, mal gucken, ob wir es nochmal erklärt kriegen. Ja, dann würde ich sagen, wir drucken mal. Yay! Ja. Genau, an die Orte wollen wir jetzt nämlich, idealerweise, beziehungsweise in der nächsten Folge. Ich mache gleich mal einen kleinen Folgencut. Und das hier, das können wir noch nicht, ne? Erforderliches Element unentdeckt. Mm, okay. Brauchen Protonen oder so? Oder so. Irgendwie sowas. Und was davon können wir hier? Nicht genug Ressourcen. Aha, da ist Orange, ne? Das können wir drucken. Aha. Fortgeschrittener Akku, ja, können wir eigentlich machen, oder? Bei der Gelegenheit. Oh. Fortsetzen. So, wie komme ich hier raus? Zurück, zurück. Gut. Jo, müssen wir das noch irgendwie einsammeln oder so? Ich glaube eher nicht, ne? Dann würde ich sagen, ich bleibe hier mal in unserer schönen, gemütlichen Hütte. Das nächste Mal werden wir die zwei Sachen ausprobieren, die wir da abgegrast haben. Vor allem den Extrasprung. Um möglichst diese andere Mission einmal abzuschließen. Das sollte dann funktionieren, da irgendwie rüberzukommen. Man darf gespannt sein. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuschauen in der Aufnahme. Und im Stream geht es dann in ein, zwei Minuten weiter. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Dann macht es gut und tschüss.